Hey Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Emanuel Neuer Karriere bei Schalke. Topspieler heute am Start gegen Köln, gegen Leipzig und gegen die TSG aus Hoffenheim. Auf geht's! Die Veltins Arena! Das Spiel gegen Köln, das vermeintlich einfachste. Gegen Leipzig wird absoluter Brecher. Da werde ich ordentlich zu tun bekommen, ja. Und gegen Hoffenheim wird natürlich auch ein super spannendes Spiel, muss man sagen. Auch ein Konkurrent, die aber doch ein paar Plätze über uns stehen, also sehr interessant. Ich bin sehr interessiert, Leute. Gefällt euch diese Torwartkette eigentlich hier mit Schalke? Also ich finde es richtig, richtig geil. Ich meine, Manuel Neuer, der früher bei Schalke war, jetzt wieder bei Schalke, um quasi hier eine Torwartkette zu machen, also... Besser geht's, finde ich nicht. Also es war eine richtig, richtig coole Idee und ich hoffe, ihr seht es genauso. Einfach mal ein Like da lassen. So um die 60, 70 Likes, wenn wir schaffen würden. Wenn ihr 70 toppen würdet, wäre das schon echt geil. Also gebt mal alles, haut nochmal rein und schreibt mir einen netten Kommentar. So, nehmt ihr am Gewinnspiel teil. Yay! Es gibt einen Freistoß gegen uns. Heikle Geschichte, weil es, glaube ich, nicht direkt geschossen wird. Ich glaube, das kommt eine Flanke. Und das kann immer gefährlich werden, aber in diesem Fall Gott sei Dank nicht. Abstoß in die Wolken. Ich habe ihn extra hoch gemacht und es funktioniert sogar. Komm, 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 komm. Setz dich durch. Setz dich durch. Oh, das gibt es doch nicht, Mann. Klaas-Jan Untila vergibt so eine Chance. 0:0 zur Halbzeit. Immerhin steht die 0. Bin mal gespannt, was draus wird. Eine kleine Flanke rein. Kleiner Kopfball. Und ja! Not bad. Nicht viel Geschnörkel. Simpel gehalten. Und jetzt direkt die Ecke. Und aus der Ecke entsteht es. Und es ist das erste Heimtor. Heimtreffer, Heimtor. Für uns in dieser Karriere. Wir hören die Torhymne zum ersten Mal. Es ist wunderbar, es ist wunderschön. Danke, Kolasinac. Und damit stellt Schalke auf komplett defensiv. Das kann für mich lustig werden, weil natürlich dementsprechend Köln drückt. Ja, da ist es passiert. Nicht einmal 2 Minuten und Drexler mit dem Ausgleich. Schlechte Sicht, ich sehe nichts. Sehr kurze Distanz. Miese Prise, Leute, miese Prise. Ach, ist das bitter, Mann. Ja, die Schlussphase hat es nochmal in sich. Jetzt gibt es einen Freistoß, weil Passierens ja gefoult wurde. Kann man auch wieder was draus machen. Bisher die Freistöße so, aber jetzt Harit mit einem wieder Freistoß. Der war natürlich gut geschossen, aber wenn er noch weiter rechts kommt, kommt der Torwart nicht mehr hin. So hat er ihn. 1:1 geht das Spiel aus. Natürlich bitter nach einer Führung, aber ja, da kann man grundlegend nicht viel machen. 2 Wochen Pause. Leipzig hat das letzte Spiel gegen Bayern verloren. Und jetzt sind wir dran. Eines der härtesten Matches für uns gegen, ja, die Leipziger. Den Rasenballsportverein. Bisher sehr interessant, wir lassen uns nicht unterkriegen, sehen wir auch hier, wir haben auf Offensiv gestellt, also die Schalker, und Leipzig auf Defensiv, also ganz interessante Konstellation, muss ich sagen. Scheint aber erstmal so aufzugehen, der Plan, aus unserer Sicht natürlich. Und da ist es, 1:0, Yusuf Paulsen, ist ein sehr kopfballstarker Spieler, muss man sagen. Sehr schwer, dagegen was zu machen. Bitter. So fressen wir nach 34 Minuten das 1:0, obwohl wir eigentlich ein gutes Spiel machen. Ja, naja, ich hoffe, dass die in Zukunft nicht mehr so oft über die Außen kommen und da Yusuf Paulsen in Szene setzen. Weil das wird dann eine harte Angelegenheit. Jetzt ist Yusuf Paulsen selber auf den Außen. Unterwegs. Er läuft und er läuft. Und er setzt einen Schuss ab, der Gott sei Dank daneben geht.
Und das ist nicht Yusuf Paulsen, Gott sei Dank. Hilfe, ich habe Angst, Leute. Ich habe Angst, wenn das so weitergeht. Aber wenn das so weitergeht, Raman, komm, 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 du bist doch schnell. Komm, Raman! Jawohl! Was für ein. Ja, weiß ich nicht. Ist das ein Konter? Ein Run? Ein Run, könnte man sagen. Richtig, richtig gut. 1 zu 1, kurz vor der Halbzeit. Yes! Und so gehen wir auch in die Halbzeit mit dem Ergebnis von 1 zu 1. Nkunku, Halzenberg. Halzenberg, natürlich. Yusuf Paulsen im Visier. Boah, das gibt's nicht. Boah, wenn der rein wäre, ich wäre so ausgeflippt. Ich konnte da nichts machen. Wir regen uns da zu Recht auf, dass die hier so eine Chance bekommen. Hier, guck mal, da musst du den Ball einfach wegschießen. Schon wilde Geschichte. Aber naja. Jetzt können wir ihn wegschießen, wobei ich denke, dass wir lieber passen und aufbauen. Jetzt die nächste Gelegenheit aus Netz. Campbell Paulsen. Er ist echt krass kopfballstark und mag ich gar nicht. Also so Flanken, Ecken ist. Es ist auch schwer und nicht nur in-game. Also das ist halt einfach hässlich. Und es geht einfach weiter, munter weiter. Stehen natürlich auch cool auf Offensiv, was in solchen Situationen dann nochmal cooler ist. Alter! Ich wollte nehmen und er köpft ihn fast in mein Tor rein. Der eigene Mann. Boah! Ein Gewusel. Wir haben den Ball. Und Paulsen steht wieder bereit. Und den können wir fangen. Jetzt wird hier Druck gemacht. Leipzig will natürlich den Sieg. Wir werfen in den Lauf. Oh, schöner Pass. Ganz, ganz schöner Pass. Nur jetzt muss da was draus gemacht werden. Der wird erstmal gelegt. Das heißt, es gibt einen Freistoß und wahrscheinlich auch eine gelbe Karte. Ja, gibt es. Aber durchaus haben wir die Chance, hier nochmal was zu machen. Harit in die Mitte und Gulaschi ist da. A kind of lucky punch, würde ich da sagen. Komm schon. Noch ungefähr 5 Minuten mit der Nachspielzeit inkludiert. Das heißt, kann alles passieren. Oh! Starke Parade, auch wenn der fast noch ins Tor tropft. Der war krass, der Schuss. Uiuiuiuiuiui, jetzt geht's ja aber zur Sache, du. Yes, Mann. Immerhin den Punkt festgehalten und den Punkt mitgenommen. Sauberes 1-1. Stark, Jungs. 6,5 ist, glaube ich, die beste Bewertung, die ich jetzt in dieser Manuel Neuer Karriere bisher hatte. Meistens hat man irgendwie als Torwart wie Gulaschi eine 5,0, 5,5, 6,0. Also mega geil ist es immer nicht. Bin sehr stolz. Wir festigen damit auch Platz 13. Das ist schön. Das ist schön. Wir wären sonst jetzt ordentlich abgerutscht. Der Ligatitel ist unerreichbar. Ja, das ist sehr schön. Was auf jeden Fall auch crazy ist. Manuel Neuer sitzt heute zunächst auf der Bank. Hatte ich noch nie. Aber heute tatsächlich schon. Das ist das erste Mal. Da würde ich sagen, Spiel überspringen. Weil wir werden eh nicht eingewechselt als Torwart. Und schauen wir uns das Ergebnis mal an. 2 zu 2 haben wir gespielt gegen Hoffenheim. Ja, das ist interessant. Werder Bremen, die jetzt unser Gegner sind, die sind hinter uns und haben 3 zu 1 gegen die Bayern verloren. Ja, wir haben wieder einen Punkt mitgenommen. Das ist auf jeden Fall irre. Also diese Punkte, was wir hier mitnehmen, das ist der Wahnsinn. Aber halt fast nie ein Dreier. Also selten. Das ist schon sehr, sehr selten. Okay, jetzt gegen Bremen auswärts. Da sind wir sowieso immer besser. Deswegen auf geht's. Auf geht's, Leute. Wir sind an der Weser und spielen mit Manuel Neuer hoffentlich jetzt zu Null gegen die Bremer, die nämlich ja zwei Plätze unter uns sind und Alter, auf keinen Fall hier gewinnen können. Das war schon mal verdammt knapp. Wilde Geschichte. Ja, die dürfen auf keinen Fall hier gewinnen, weil sonst überholen die uns. Das wäre echt scheiße. Und ich meine, ja, wir wurden gerade ausgewechselt. Ich möchte natürlich nicht, also was heißt ausgewechselt? Hier, wir waren auf der Bank ein Spiel. Möchte nicht, dass das öfter vorkommt. Wir müssen wieder gute Leistungen hier zeigen, ja. Ah, Bremen macht auf jeden Fall Druck. Das ist sehr interessant. Hätte ich nicht erwartet. Sergeant, den können wir aber ganz easy fangen. Kein Problem. Erstmal eine Stunde rumwälzen und einen schönen Abwurf von 0,0 km/h. Boah.
Der kommt ja auch wieder ganz, ganz krass aufs Tor. Also ein bisschen aufpassen müssen wir, sonst wird es scheinbar gefährlicher, als ich mir das gedacht habe. Ja, gute Frage. Wird jetzt geflankt oder kommt er aufs Tor? Ich kann es euch nicht sagen. Er kommt aufs Tor, geht drüber. Ja, den können und müssen wir fangen. Aber es ist krank, was hier abgeht. Also jetzt endlich mal ein bisschen den Ball besitzen. Ich meine, wir können mal kurz gucken. 61%. Alter, er drischt den Ball erst mit 900 km/h ins Aus. Erstmal einen Fan töten. Junge, Junge. Werder Bremen mit der kurzen Eckenvariante. Ecken ja nicht ganz so meine Freunde, muss ich sagen. Boah. Stark. Super. Weiter jetzt nach vorne. Auf geht's. Jetzt ist es Ibisevic. Gut. Oh, der wäre fast rein. Der Torwart hat nicht so die gute Sicht da. Hat ihn gerade so noch gekriegt. 0:0 zur Halbzeit. Crazy Match. Das Match hat auf jeden Fall Power, muss ich sagen. Aber in die falsche Richtung. Also gegen, also auf unser Tor. Klar, für eine Torwartkette ganz cool, aber ich will 3 Punkte gegen Bremen und nicht jetzt hier so reinscheißen. Nur kurz vor der Halbzeit mit unserer einzigen Chance. Also ich kann hier einfach durch die Mitte durchpassen. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Jetzt mal gut und er ist drin. Es ist so wichtig. Bisher läuft das so lala vorne. Hinten gut, aber da vorne, was heißt hinten gut? Nur ich bin gut, die Verteidigung macht ja auch nicht. Aber jetzt, Torwart war sogar noch dran, aber er prallt trotzdem ins Tor. Also muss ein guter Schuss gewesen sein. Oder ein schlechter Torwart. Apropos schlechter Torwart. Falls ihr ein paar, nein, Spaß natürlich nicht. Falls ihr ein paar FIFA-Torwart-Keine-Videos sehen wollt, verlinke ich euch mal rechts oben beim i die Playlist von Jans Videos. Der hat eine neue Season gestartet bei Borussia Dortmund und spielt da seinen eigenen Pro in FIFA. Das ist auch ganz cool und könnt ihr mal vorbeischauen und reinschreiben, dass er ein schlechter Torwart ist. Gruß Mike. Oh, Freistoß. Sieht man auch selten. Ja, wir passen ihn aber trotzdem einfach nur raus. Ich habe Angst. Ah, der Schuss kommt echt schlecht. Also der kam ja directly in meine Hände. Die Höhe und die Richtung. Das ist auch crazy. Oh, ich habe so Angst. Ich will unbedingt hier zu 0 gewinnen und so. Hallo. Oh, das war so nah am Tor. Oh, warum kommt Bremen jetzt die ganze Zeit? Sergeant. 80. Spielminute. Der war so platziert in die Ecke, da kannst du nichts machen. Ach, das ist ein Abfuck. Komm vorne, vorne, bitte. Markus. Oho. Ibisevic geht raus, hat nicht so viel gebracht. Hüntelaar kommt ins Spiel. Und der jetzt vielleicht mit einer guten Chance, wenn Uth irgendwie passt. Komm. Komm, letzte Aktion ist das. Nach hinten geht jetzt nichts mehr. Ah, 1:1. Mal wieder ein Unentschieden. Wen wundert's? Mal wieder ist die Folge zu Ende. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst ein Like da. Wie gesagt, unbedingt die 70 kratzen wieder. Und ja, schaltet beim nächsten Mal mit ein. Macht's gut, bis dahin, haut rein und ciao, ciao. What? Ich habe eine 7,0? Das ist ja... Okay, finde ich gut.